Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime. Ich habe mir erneut einen vermissten Fall ausgesucht, den ich euch gerne vorstellen möchte. Beziehungsweise vorstellen, denke ich, trifft jetzt nicht auf jeden zu, der sich dieses Video anschaut. Denn ich glaube, dass ganz, ganz viele von euch diesen Fall kennen oder zumindest wissen, was da ungefähr passiert sein soll. Denn 2015 hat er über viele, viele Monate deutschlandweit Schlagzeilen gemacht und auch heute noch ist dieser Fall ein großes Mysterium, weil er ganz, ganz viele Fragen zurücklässt und deswegen auch immer und immer wieder besprochen wird und es natürlich auch dementsprechend unheimlich viele Spekulationen dazu gibt. Nichtsdestotrotz ist es ein Fall, den ich von Anfang an auf meiner Drehliste hatte, weil er mich auch sehr beschäftigt hat und weil es tatsächlich, auch wenn man nach wie vor immer noch nicht genau weiß, was passiert ist, ein Fall ist, der einen wirklich sprachlos zurücklässt und der teilweise tatsächlich völlig unbegreifbar ist. Gehen wir also zurück in den Sommer des Jahres 2015, nach Drage in Niedersachsen. Dort lebt zu dieser Zeit Marco Schulze gemeinsam mit seiner Frau Silvia und seiner 12-jährigen Tochter Miriam. Viele Jahre vorher, im Jahr 2002, haben sich Marco und Silvia in Lüneburg kennengelernt. Dort hat Marco zu dieser Zeit als Landwirt gearbeitet und die beiden haben schon kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, sich heftig ineinander verliebt und haben auch ganz schnell gemerkt, dass sie auf jeden Fall eine gemeinsame Zukunft haben wollen. Dass sie sich eine Familie wünschen und ein Zuhause. Deswegen kam auch schon ein Jahr später, im Jahr 2003, Miriam zur Welt, ein absolutes Wunschkind. Und ein weiteres Jahr später, 2004, da beschloss Marco für seine Familie ein Haus zu bauen, ein eigenes Heim. Und so zogen sie dann auch Ende 2004 von Lüneburg nach Drage in ihr wunderschönes, großes Einfamilienhaus. Wichtig zu wissen ist, dass als Familie Schulze dann 2004 nach Drage gezogen ist, auch Silvias Tochter aus erster Ehe, Sabine, mit in das Haus eingezogen ist, die zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt war. Weitere 3 Jahre später, also im Jahr 2007, da heirateten Marco und Silvia dann auch endlich. Ja, und der Traum vom Eigenheim und der perfekten Familie schien erfüllt. Und tatsächlich, gerade in den ersten Jahren, nachdem Familie Schulze in Drage gelebt hat, schien alles völlig in Ordnung zu sein. Marco Schulze war ein unheimlich liebevoller Vater. Nicht nur gegenüber seiner eigenen Tochter Miriam, sondern vor allen Dingen auch gegenüber seiner Stieftochter Sabine. Er versuchte seinen Kindern alles zu ermöglichen, was er konnte. Neben seiner Arbeit nahm er sich bewusst viel Zeit für seine Töchter, er unternahm viel, er galt als sehr, sehr zuverlässig, höflich und vor allen Dingen auch hilfsbereit, ja, und versuchte eben seiner Familie alles zu ermöglichen, was er konnte. Auch Silvia Schulze war sehr angesehen. Freunde und Kollegen bei der Arbeit bezeichnen sie als unheimlich zielstrebig und verlässlich. Aber Silvia soll auch eine Frau gewesen sein mit einer ganz, ganz klaren Linie, mit klaren Vorstellungen, wie ihr Leben und auch das ihrer Familie so ablaufen soll. Eine Frau, die immer gesagt hat, was sie sich dachte, egal ob es jetzt unbedingt angebracht ist oder nicht. Und eine Frau, in deren Haus klare Regeln herrschen, an die sich auch jeder zu halten hat. Durch ihre Art und durch ihren Charakter, den sie eben hatte, war es wohl offensichtlich nicht immer sehr einfach, mit Silvia Schulze zurechtzukommen. Vor allen Dingen mit ihren Töchtern war sie oftmals sehr, sehr streng, wodurch es eben immer wieder auch mal zu Spannungen und zu Streitereien innerhalb der Familie kam. Die Schulzes hatten wohl keinen sehr groß weitläufigen Freundeskreis, jedoch beschreiben Bekannte, Nachbarn und engere Freunde, dass gerade die ersten Jahre in Drage sehr normal und unauffällig verlaufen sind. Die Ehe zwischen Marco und Silvia wird als sehr aufgeräumt beschrieben. Wenn man von außen auf diese Familie so drauf geschaut hat, hatte man das Gefühl, dass das alles sehr, sehr harmonisch ist, dass sie unheimlich viel miteinander auch kommunizieren. Wenn Marco zum Beispiel nach etwas gefragt wurde, hieß es immer, ah, ich möchte das erst mit Silvia abklären. Und wenn Silvia etwas gefragt wurde, hieß es, ich möchte erst mit Marco sprechen. Also man hat den Eindruck, in den ersten Jahren war das alles
sehr, sehr harmonisch. In den folgenden Jahren allerdings soll es schleichend immer mehr gekriselt haben in der Ehe zwischen Silvia und Marco Schulze. Dem Umfeld ist aufgefallen, dass die Stimmung immer schlechter wurde und es haben auch dann im Anschluss viele Menschen ausgesagt, die die beiden kannten, dass man immer deutlicher die Distanz gespürt hat, die sich zwischen diesen beiden aufgebaut hat. Und wenn eine Ehe oder eine Beziehung sehr gut funktioniert und auf einmal tut sie das nicht mehr, dann kann ich mir persönlich auch gut vorstellen, dass das Umfeld das merkt. Und so war es eben auch bei den beiden. Warum es zu diesen immer größer werdenden Problemen in der Ehe der beiden kam, ist nicht wirklich bekannt geworden. Die Polizei hat danach auch keine Anzeichen dafür oder Beweise ermitteln können, dass Silvia vorgehabt hätte, sich von ihrem Mann zu trennen oder auch umgekehrt. Es gab allerdings dann schon Aussagen, dazu komme ich aber später noch, dass sie sehr wohl vorhatte, Marco zu verlassen. Nur der Grund, warum, der ist nicht bekannt geworden. Es ist also zu dieser Zeit nicht nur innerhalb der Ehe von Marco und Silvia angespannt, nein, auch die Schwierigkeiten und auch Streitereien mit ihrer Tochter aus erster Ehe, Sabine, nehmen zu. Ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, die beiden hatten früher jetzt schon immer eine sehr schwierige Beziehung, die oftmals durch Missverständnisse und auch Streit geprägt war. Allerdings hat sich das Ganze dann wohl so weit zugespitzt, dass Sabine beschlossen hat, mit gerade einmal 16 Jahren aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen, um mit ihrem Freund zusammenleben zu wollen. Und jetzt ist es ja zunächst mal nichts Ungewöhnliches, dass es immer wieder mal Streit gibt zwischen Müttern und ihren Teenager-Töchtern. Aber wenn man dann halt doch mit 16 beschließt, von zu Hause auszuziehen, dann muss das schon extremer sein. Und ich hatte ja vorhin schon über Silvias Schulze nicht ganz so einfachen Charakter gesprochen. Und es hat wohl auch in der Zukunft nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich das Verhältnis mit ihrer ältesten Tochter bessert, wenn diese mit 16 beschließt, auszuziehen. Mit ihrem Stiefvater Marco hatte sie allerdings auch nach ihrem Auszug ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Sie hat ihn auch vorher schon als Vater immer zu 100% akzeptiert und das hat er ihr auch sehr leicht gemacht, denn er war sehr, sehr bemüht um sie, sehr fürsorglich und sie hat dann auch berichtet, dass er gerade in dieser Phase, aber auch schon vorher immer wieder versucht hat, zwischen ihr und ihrer Mutter zu vermitteln. Er war sehr auf Harmonie aus, er hat dann auch immer versucht, sie zu verteidigen und die Wogen zu glätten, was ihm halt dann aber letzten Endes auch nicht gelungen ist. Die beiden haben sich aber nach wie vor sehr gut verstanden und sie hat dann auch erzählt, dass wenn sie in ihr Elternhaus gefahren ist, dass sie das in erster Linie gemacht hat, um Marco zu sehen und natürlich auch um ihre kleine Schwester Miriam zu besuchen. Kommen wir jetzt also in den Juli 2015 hinein, nehmen den Auszug von Sabine von zu Hause mit und auch die schlechte Stimmung, die nach wie vor immer noch innerhalb der Familie wohl herrscht. Nichtsdestotrotz, Miriam ist 12 Jahre alt und freut sich unheimlich auf diese Sommerferien 2015, denn endlich ist es soweit. Sie darf zum ersten Mal eine Woche Reiterferien machen. Sie liebt das Reiten, sie liebt die Pferde und sie geht auch schon seit einiger Zeit einmal die Woche regelmäßig zum Reitunterricht. Ihr Vater Marco unterstützt sie dabei sehr. Er ist ja auch gelernter Landwirt und auf dem Reiterhof seiner Tochter hilft er immer mal wieder aus, macht kleinere Arbeiten und unterstützt sie und begleitet sie, schaut ihr beim Reitunterricht zu. Ich fand es sehr interessant, dass die Reitlehrerin im Anschluss ausgesagt hat, dass man Silvia Schulze sehr selten auf dem Reiterhof gesehen hat, obwohl es eigentlich so üblich ist, dass meist die Mütter mitkommen, wenn die Töchter dort reiten. Allerdings Silvia Schulze hat man dort selten gesehen. Marco war aber voll integriert und involviert in den Reitsport seiner Tochter. Und jetzt ist es eben soweit, sie freut sich auf eine Woche Reiterferien im Sommer. Am 25. Juli 2015, dem ersten Feriensamstag, da soll es für Miriam endlich losgehen. Doch dazu sollte es leider nicht mehr kommen. Denn am Morgen des 22. Juli 2015, dem offiziell letzten Schultag vor den Sommerferien und 3 Tage, bevor Miriam zu ihren Reiterferien aufbrechen soll, da wird sie morgens von ihrer Mutter in der Schule krank gemeldet.
Miriam hatte in den letzten Tagen und Wochen wohl immer mal wieder Probleme mit dem Magen, Bauchkrämpfe und Schmerzen. Und an diesem Mittwoch ist es wohl wieder so schlimm, dass ihre Mutter beschließt, dass sie nicht an diesem letzten Schultag nochmal gehen muss. Es war aber auch ein Arzttermin für diesen Tag geplant, um einfach auch abzuklären, was es mit diesen immer wiederkehrenden Bauchschmerzen von Miriam auf sich hat. Ich habe jetzt gelesen, dass dieser Arzttermin aber ebenfalls von Silvia abgesagt wurde. Ich möchte an dieser Stelle kurz einwerfen, dass ich das alles ein bisschen seltsam und auch verwirrend finde, denn auf der einen Seite meldet sie Miriam für diesen Tag in der Schule ab, eben weil sie so starke Schmerzen wieder hat. Auf der anderen Seite sagt sie aber einen Arzttermin ebenso für diesen Tag ab, der ja eigentlich dafür da gewesen ist, dass man abklärt, was mit Miriam ist. Also das fand ich ein bisschen komisch, aber ansonsten läuft dieser Mittwoch ab wie jeder andere. Nachdem sie ihre Tochter in der Schule krank gemeldet hat, fährt Silvia Schulze um 7.30 Uhr zu ihrer Arbeitsstelle. Zu dieser Zeit arbeitet sie als Geschäftsführerin in einem Lebensmitteldiscounter. Marco wiederum hat an diesem Tag frei, was sich ganz gut trifft, denn so kann er zu Hause Miriam betreuen. Doch dann in den Mittagsstunden dieses 22. Juli bekommt Silvia eine SMS von ihrem Mann Marco. Er schreibt ihr, dass es Miriam immer schlechter geht mit ihren Schmerzen und er bittet sie, so schnell es geht nach Hause zu kommen. Silvia versucht das dann auch, denn man konnte im Anschluss ermitteln, dass sie eine Vertretung für sich organisieren wollte, diese allerdings nicht erreicht hat und somit ihre Schicht ganz normal beenden musste und deswegen erst um kurz nach 16:30 Feierabend machen und nach Hause fahren konnte. Da es ab diesem Zeitpunkt kein gesichertes Lebenszeichen mehr von Silvia Schulze gibt, muss man sich jetzt natürlich auf das verlassen, was die Polizei im Anschluss ermitteln konnte. Und das ist, dass sie wohl um kurz vor 5 tatsächlich zu Hause bei ihrem Haus angekommen ist. Denn ihr Handy hat sich um 16.53 Uhr ins WLAN eingeloggt bei ihr daheim. Also kann man davon ausgehen, dass sie tatsächlich nach der Arbeit nach Hause fuhr. Weitere 30 Minuten später, also um kurz vor 17:30 an diesem Mittwochabend, da klingelt das Festnetztelefon der Schulzes. Marco geht ran und am anderen Ende der Leitung ist der Reitstallbesitzer, auf dessen Hof Miriam ihre Reitstunden nimmt und ich hatte es euch, glaube ich, vorher schon mal kurz erzählt, wo Marco auch immer mal wieder Aushilfsjobs übernimmt. Marco war sehr hilfsbereit und hat sich immer bereit erklärt einzuspringen und auch in diesem Telefonat bittet der Reitstallbesitzer Marco am nächsten Tag, also am Donnerstag, den 23. Juli vorbeizukommen, um einen Termin auf dem Reiterhof übernehmen zu können. Im Anschluss hat der Besitzer dann ausgesagt, dass es ihm ein bisschen seltsam vorkam, dass Marco nicht sofort zugesagt hat, denn es ist sehr ungewöhnlich für ihn, dass er zögert. Dieses Mal hat er es. Trotzdem stellt er sich am Ende bereit, dass er den Termin übernehmen kann. Aber es war ein anderes Gespräch an diesem Abend, als sonst so war. Es ist also 17.30 Uhr, als Marco mit dem Reitstallbesitzer telefoniert. Ich erwähne das jetzt nur immer wieder, dass wir jetzt dann mit den Zeitabläufen nicht durcheinander kommen, weil das extrem wichtig ist für diesen Fall. Weitere anderthalb Stunden später um 19 Uhr an diesem Abend klingelt das Festnetztelefon erneut im Haus der Schulzes. Diesmal versucht Silvias Vater, also Marcos Schwiegervater, seine Tochter zu erreichen. Er möchte gerne wissen, wie es Miriam mit ihren Bauchschmerzen geht, doch um 19 Uhr hebt niemand ab. 30 Minuten später, also um 19.30 Uhr, da bekommt der Schwiegervater allerdings einen Anruf von Marco. Dieser erklärt ihm, dass es Miriam nicht sehr viel besser geht und deswegen hätte sie sich gemeinsam mit Silvia bereits schlafen gelegt und sie würden sich dann morgen bei ihm melden. Dem Großvater kommt es etwas seltsam vor, denn es ist erst 19:30 und normalerweise legt sich seine Tochter nicht schlafen um diese Zeit, aber Marco wirkt in diesem Telefonat recht gefestigt und normal, deswegen lässt er es auf sich beruhen. Der nächste Tag, Donnerstag, 23. Juli. Weder Marco noch Silvia Schulze erscheinen an diesem Tag
an ihrem Arbeitsplatz. Auch der Termin auf dem Reiterhof wird von Marco nicht wahrgenommen. Das ist sehr, sehr untypisch für beide Schulzes, denn sie waren beide sehr, sehr zuverlässig und haben noch nie unentschuldigt an ihrem Arbeitsplatz gefehlt. Offensichtlich ist irgendetwas nicht in Ordnung. Einen Tag später, am Freitag, den 24. Juli, bekommt Sabine, also Silvias Tochter aus erster Ehe, einen Anruf von der Polizei. Sie wird darüber informiert, dass man weder ihre Mutter, ihren Stiefvater und auch nicht ihre kleine Schwester Miriam in den letzten anderthalb Tagen irgendwo gesehen oder auch gehört hat. Die inzwischen 28-Jährige setzt sich sofort ins Auto, denn die Polizei bittet sie, nach Drage zum Haus zu kommen. Sie wollen sich gerne ein Bild machen, ob irgendetwas im Haus darauf hinweist, dass vielleicht etwas passiert sein könnte. Sabine kommt dann auch kurze Zeit später an ihrem Elternhaus an und zunächst wirkt von außen erst einmal alles normal. Die beiden Autos von Marco und Silvia Schulze stehen ordentlich in ihren Parkspots. Das Haus ist abgesperrt. Sie gehen rein und auch im Inneren sieht alles zunächst einmal normal aus. Aufgeräumt wie immer, nichts Ungewöhnliches. Doch dann stellt die Polizei fest, dass die Katzen wohl seit einigen Tagen oder seit einigen vielen Stunden, muss man sagen, nicht gefüttert worden sind. Denn die Katzenklos sind nicht wie sonst üblich sauber gemacht und die Näpfe sind auch leer. Darüber hinaus wird Silvia Schulzes Handtasche in der Wohnung gefunden, und zwar an dem Platz, wo sie sie normalerweise sonst immer ablegt, wenn sie nach Hause kommt. In der Handtasche ist ihre Geldbörse und ihr Schlüssel. Außerdem werden alle drei Pässe der Schulzes im Haus gefunden, sowie auch alle drei Handys, die ausgeschaltet sind. Daraufhin wird jede einzelne Schublade in diesem Haus von der Polizei akribisch durchsucht. Von oben bis unten wird das Haus erst einmal auf den Kopf gestellt. Allerdings lassen sich keinerlei Zeichen für ein Verbrechen in diesem Haus ausfindig machen. Keine Zeichen eines Einbruchs, keine eingeschlagenen Fensterscheiben, kein Chaos, keine Unordnung, kein Blut, kein Anzeichen eines Kampfes. Sogar die Mülltonne steht noch sauber, ordentlich vor der Tür, dass diese dann abgeholt werden kann. Es wirkt ein wenig ungewöhnlich, aber eben nicht so, als wäre ein Verbrechen geschehen. Nach der Hausdurchsuchung beschließt die Polizei jetzt erst einmal, die Umgebung rund um das Haus der Schulzes herum genau abzusuchen. Vor der Hausdurchsuchung haben bereits in kleinerem Rahmen Befragungen von Nachbarn stattgefunden. Jetzt allerdings wird der Radius nochmal erweitert, denn man erhofft sich eventuelle Zeugenaussagen, die die Polizei in eine bestimmte Richtung bringen könnten, wo Miriam, Marco und Silvia Schulze denn hingekommen sein könnten. Das Ganze ist sehr mysteriös und unerklärlich, zumal eben auch beide Autos vor der Tür stehen. Da die ersten Befragungen und Suchaktionen in der Umgebung des Hauses der Familie nicht die geringste Spur bringen, fährt die Polizei ihre Geschütze jetzt auf. Es wird eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt mit Leichenspürhunden, Personensuchhunden, Hubschraubern mit Wärmebildkameras, aber keine Spur der dreiköpfigen Familie Schulze. Eine Woche später, 31. Juli 2015. Eine Frau geht mit ihrem Hund am Elbufer in Lauenburg spazieren, als ihr im Wasser etwas auffällt. Zunächst kann sie es nicht genau ausmachen, aber als sie näher herangeht, sieht sie, dass es ein Körper ist, der dort im seichten Wasser der Elbe liegt. Sie informiert sofort die Polizei und auch die Feuerwehr rückt an und der Körper wird geborgen. In der Gerichtsmedizin wird kurze Zeit später festgestellt, dass es der Leichnam von Marco Schulze ist. Als die Leiche von Marco aus dem Wasser geborgen wird, hat sie gelbe Spanngurte um sich herum gewickelt, die verbunden sind mit einem 25 Kilo schweren Betonstein. Inzwischen wird in der Gerichtsmedizin die Todesart festgestellt. Diese ist eindeutig Selbstmord. Es gibt keinerlei Anzeichen von Fremdeinwirkung an Marcos Körper und die Todesursache ist ebenso eindeutig Ertrinken. Lauenburg, der Fundort des Körpers von Marco, ist ca. 20 Kilometer von Drage, seinem Heimatort, entfernt. Die Strömung hätte ihn auch in die andere Richtung treiben müssen. Deswegen gehen die Ermittler davon aus, dass er direkt von der Elbbrücke in Lauenburg in die Elbe hineingesprungen ist.
Dafür spricht auch das, was dann im Anschluss direkt ermittelt wurde, nämlich dass in unmittelbarer Nähe dieser Elbbrücke eine Baustelle war, von der ein solcher großer Betonsockel, den ich euch vorher schon beschrieben habe, der um Marcos Körper herumgewickelt war, gefehlt hat. Außerdem hatte die Leiche von Marco Arbeitshandschuhe an, sodass die Polizei davon ausgeht, dass er sich diese angezogen hat, um den Betonklotz anzuheben und ihn eben dann an sich selbst zu befestigen und von der Brücke hinunter ins Wasser zu springen. Außerdem wird unter der Elbbrücke ein Damenfahrrad gefunden, was dann auch im Anschluss ganz schnell als das Fahrrad von Silvia Schulze identifiziert werden konnte. Damit wäre dann auch die Frage beantwortet, wie Marco Schulzes Leiche denn dorthin gekommen ist, wenn beide Autos, als die Ermittler das Haus durchsucht haben, davor geparkt worden sind. Die Antwort ist, weil er mit dem Fahrrad dorthin fuhr. Warum Marco überhaupt beschlossen hat, erst einmal 20 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, um sich dann in Lauenburg von einer Brücke zu stürzen, anstatt das in Drage selbst zu tun, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Die Polizei geht aber davon aus, dass es deswegen gewesen ist, weil er nicht so schnell gefunden werden wollte. In Drage gibt es wohl eine Staustufe, die dazu geführt hätte, dass der Körper viel schneller nach oben getrieben worden wäre, unter anderem natürlich auch wegen den Faulgasen, die entstehen, aber auch wegen dieser Staustufe, als das jetzt in Lauenburg der Fall war. Darüber kann man tatsächlich aber nur spekulieren. Die Polizei hat aber versucht, aufgrund der Fakten, die sie bis dahin hatten, eine Rekonstruktion zu erstellen. Sie gehen davon aus, dass Marco am Donnerstag mit dem Fahrrad seiner Frau zu dieser Elbbrücke gefahren ist, dass er dann zu der Baustelle ging, sich seine Handschuhe angezogen hat und den Betonklotz mit den gelben Spanngurten, die nachweislich aus seiner Arbeit stammen, um den Körper herumgewickelt und sich dann in suizidaler Absicht von dieser Brücke hinunter in den Tod gestürzt hat. Doch dann, von Miriam und Silvia Schulze fehlt inzwischen seit 3,5 Wochen jede Spur. Da bekommt die Polizei ihren ersten guten Hinweis durch eine Zeugin. Diese sagt nämlich aus, sie wäre am 22. Juli, also an diesem Mittwoch in den späten Nachmittagsstunden, am Seppenser Mühlenteich, der ungefähr 45 Minuten von Drage entfernt liegt, spazieren gegangen. Dort wäre ihr eine Familie aufgefallen, wo sie sich sicher ist, dass es sich dabei um Marco, Miriam und Silvia Schulze gehandelt hat. Sie wären dort ebenfalls unterwegs gewesen und die Zeugin hätte sie eine Zeit lang beobachten können. Sie hatte den Eindruck, dass da etwas nicht stimmt. Das Ganze hätte für sie so geklungen, als würden die drei miteinander diskutieren und teilweise auch streiten. Nachdem die Zeugin die Familie dann einige Minuten lang nicht mehr in ihrem Blickfeld gehabt hat, sagt sie weiter aus, dass sie aber sehr wohl noch hätte hören können. Dabei wäre ihr die Stimme der Frau, vermutlich die von Silvia Schulze, aufgefallen, weil diese lauter und auch panisch gewirkt haben soll. Silvia soll gesagt haben, was soll das? Spinnst du? Und einige Sekunden später hätte die jüngere Stimme, also die von Miriam, gesagt, nein, Papa, lass das. Danach, so sagt die Zeugin weiter aus, hätte sie dann für 2-3 Minuten wieder nichts gehört und dann wären ihr nochmal 2 knallende Geräusche aufgefallen, wie wenn Autotüren zugeschlagen werden und dann nichts mehr. Diese Aussage nimmt die Polizei sehr ernst, nicht nur, weil die Zeugin glaubwürdig ist und sich sehr sicher ist, dass es Miriam, Marco und auch Silvia Schulze waren, die sie dort an diesem Seppenser Mühlenteich gesehen haben will, sondern auch, weil das Zeitfenster, in dem das stattgefunden haben soll, sehr, sehr interessant ist und auch einiges erklären könnte. Wir erinnern uns nämlich an diesen Mittwoch zurück. Silvia Schulzes Handy hatte sich, nachdem sie ihre Arbeit verlassen hat, um kurz nach 17 Uhr ins heimische WLAN eingeloggt. Um 17.30 Uhr hat Marco dann das Gespräch mit dem Reiterhofbesitzer geführt. Anschließend um 19 Uhr, also 1,5 Stunden später, hat Silvias Vater versucht, seine Tochter zu Hause zu erreichen, aber bei Schulzes ging keiner ran. Und 30 Minuten danach, also um 19.30 Uhr an diesem Mittwoch, da hat Marco zurückgerufen. Das heißt, dass wir einen Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr haben, wo die Schulzes offensichtlich nicht zu Hause waren. Und in diesen 2 Stunden
Genau da will die Zeugin ihre Beobachtung ab Seppenser Mühlenteich gemacht haben. Es drängt sich also der Gedanke auf, dass die Familie tatsächlich um diese Zeit dort gewesen ist. Was diese Aussage weiterhin stützt, ist die anschließende Ermittlung. Die Polizei setzt am selben Tag noch Spürhunde rund um den Seppenser Mühlenteich ein. Und tatsächlich, die Hunde können ganz klar die Spuren von allen drei Familienmitgliedern aufnehmen. Das Erschreckende daran: die einzigen Spuren, die wieder vom See zurückführen, sind die von Marco. Die von Silvia und auch die von Miriam enden direkt am Wasser. Falls sich die Hunde also nicht irren, was ich persönlich vor allem in Verbindung mit der Zeugenaussage und dem Zeitfenster, das wir haben, definitiv nicht glaube, muss man davon ausgehen, dass die Familie an diesem Tag an diesem Mühlenteich gewesen ist und dass da irgendetwas passiert ist, was dazu geführt hat, dass Silvia und Miriam Spuren am Wasser geendet haben und nur die von Marco wieder zurückführen. Und wie wir wissen, ist er ja auch anscheinend wieder nach Hause zurückgefahren. Denn am nächsten Tag, so die Rekonstruktion der Polizei, ist er ja mit dem Fahrrad an die Elbe gefahren und hat sich dann dort in Lauenburg von der Brücke gestürzt. Für die Ermittler ergibt sich jetzt ein immer klarer und klarer werdendes Bild. Marco Schulze hat wohl seine Frau und seine Tochter umgebracht und sich anschließend selbst gerichtet. Aber war das wirklich so? Wo sind Miriam und Silvia? Falls sie nicht mehr leben, wo sind ihre Leichen? Und falls sie noch leben, wo sind sie dann? Wie hat Marco das überhaupt gemacht? Womit? Und vor allen Dingen, wieso? Fragen bleiben offen, Zweifel bleiben zurück. Denn bis zum heutigen Tag, 5 Jahre später, hat man nicht die leiseste Spur von Miriam oder auch von Silvia Schulze mehr gefunden. Ja, wie meist bei so außergewöhnlichen Fällen, wie es auch dieser einer ist, gibt es natürlich sehr, sehr viele Theorien und Spekulationen. Ihr würdet mir nicht glauben, was ich alles gelesen habe, wovon viele Menschen überzeugt sind, was wirklich hinter diesem Fall steckt. Ich möchte jetzt das hier nicht zu breit gefächert aufstellen, weil ich da einfach nicht so der große Fan davon bin, aber ich habe mir jetzt mal die 2 Theorien herausgesucht, von denen die meisten Menschen überzeugt sind, unter anderem auch ich selbst und auch die Ermittler. Beginnen wir aber jetzt mal mit der ersten von 2 Theorien, was denn da eigentlich genau passiert sein könnte. Und die ist, dass Miriam und Silvia Schulze sehr wohl noch am Leben sind. Dass sie sich abgesetzt haben, dass sie untergetaucht sind. Und ehrlich gesagt gibt es dafür auch tatsächlich das eine oder andere Anzeichen, wo ich auch verstehen kann, dass viele Leute denken, dass da mehr dahinter stecken könnte. Am 21.07.2015 nämlich, nur einen Tag bevor Silvia und Miriam spurlos verschwinden, da taucht sie in der Schule ihrer Tochter auf. Dort, so die Aussage der Direktorin, hätte Silvia Schulze den Spind von Miriam komplett leergeräumt, inklusive aller Schulbücher. Für viele ist das ein Indiz dafür, dass sie sich absetzen wollte. Am selben Tag hat Miriam eine Reitstunde. Dort wirkt sie sehr bedrückt und traurig und die Reitlehrerin fragt sie, was denn heute mit ihr los wäre und Miriam sagt, dass das wohl ihre letzte Reitstunde sein wird, denn sie wird wahrscheinlich nicht mehr zum Unterricht kommen können. Und kurz danach soll sie auch gesagt haben, dass es vermutlich mit den Reitferien im Sommer nichts werden wird. Andere Quellen erzählen, sie hätte gesagt, dass sie noch nicht weiß, ob das mit den Ferien im Sommer überhaupt klappt. Der Arzttermin am 22. Juli, der extra vereinbart wurde, um die Bauchschmerzen von Miriam abzuklären, wurde ebenfalls von ihrer Mutter morgens abgesagt. Aber so das größte Indiz dafür, dass Silvia wohl doch vorhatte, mit Miriam zu verschwinden, ist, dass bei der Durchsuchung des Hauses durch die Polizei, nachdem die Schulzes verschwunden gewesen sind, die Post von Silvia geöffnet wurde. Und dort war ein Brief ihres Telefonanbieters dabei mit einer neuen SIM-Karte. Viele vermuten also, dass sie sich diese SIM-Karte deswegen organisiert hat, dass sie, wenn sie untergetaucht ist, trotzdem noch ein Telefon hat, allerdings eben niemand mehr ihre Nummer kennt. Für ganz viele sprechen diese ganzen Dinge dafür, dass Silvia vorhatte, sich abzusetzen und dass ihr das wahrscheinlich auch gelungen ist.
Und als Marco dann festgestellt hat, dass seine Frau und seine Tochter nicht mehr da sind, wäre er so verzweifelt gewesen, dass er sich eben dann auf dieser Brücke das Leben genommen hat. Ich persönlich glaube das auf gar keinen Fall, denn es ist nicht so einfach, wie es uns der eine oder andere Film glauben machen möchte, mit einem schulpflichtigen 12-jährigen Kind ohne Pass und ohne Geld einfach mal abzuhauen und unterzutauchen. Darüber hinaus war Silvia Schulze, was ich jetzt über sie herausfinden konnte, ein sehr starker, gefestigter Charakter, der genau wusste, was er will und was er nicht will. Und ich glaube viel eher, dass sie Marco einfach verlassen wollte, sich von ihm trennen wollte, aber nicht, dass sie jetzt irgendwie da eine spektakuläre Flucht mit ihrem Kind geplant hat. Und ich glaube auch nicht, dass Silvia und Miriam noch leben, so tragisch es ist, denn wie gesagt, ich glaube fest daran, wenn die irgendwo wären im Ausland oder was, man hätte die schon längst gefunden, denn das Ganze ist nicht so einfach, wie es oftmals leider dargestellt wird. Deswegen, ich glaube diese Theorie nicht. Und damit wären wir am Ende dieses Videos und bei Theorie Nummer 2. Das ist die, die die Ermittler aufgestellt haben und auch die, die ich persönlich glaube. Nämlich, dass Marco seine Frau und seine Tochter getötet hat und auch dann anschließend sich selbst. Es gab schon längere Zeit Anzeichen dafür, dass es in der Ehe von Silvia und Marco nicht mehr gestimmt hat. Es gab auch eine Aussage einer Bekannten von Silvia, dass sie von Scheidung gesprochen hätte und dass Marco auch mit Selbstmord gedroht hätte, wenn Silvia geht und Miriam mitnimmt. Darüber hinaus gibt es aber dann ja auch noch die sehr glaubhafte Aussage der Zeugin, die die Familie am Seppenser Mühlenteich gesehen haben will. Was soll das? Spinnst du? Nein, Papa, lass das! Selbst wenn man dieser Aussage keinen Glauben schenkt, darf man auf keinen Fall außer Acht lassen, dass auch die Personenspürhunde die Spuren aller drei Familienmitglieder rund um diesen Teich aufnehmen konnten, was ein sehr, sehr starkes Indiz dafür ist, dass sie tatsächlich dort waren. Aufgrund der Indizien, die die Polizei also zusammengetragen hat, ergibt sich ein ziemlich klares Bild, dass es wirklich genauso gewesen sein könnte, dass Marco an diesem Tag am Seppenser Mühlenteich seiner Frau und seiner Tochter etwas angetan und anschließend die Körper hat verschwinden lassen. Doch es gibt erhebliche Zweifel, ganz, ganz erhebliche Zweifel, dass das so überhaupt passiert sein kann. Und sogar die Polizei, so habe ich gelesen, hat Probleme mit dieser Version. Der Seppenser Mühlenteich ist vom Haus der Familie Schulze in Drage 45 Minuten entfernt. Das heißt, dass Marco alleine für die Hin- und Rückfahrt 1,5 Stunden gebraucht hätte. Um 5:30 telefoniert er mit dem Reitstallbesitzer, um 7:30 mit seinem Schwiegervater. Das sind 2 Stunden. Wenn man jetzt die Hin- und Rückfahrt abzieht, dann hätten ihm gerade einmal 30 Minuten bleiben können, um an diesem zu dieser Zeit im Sommer taghellen Mühlenteich, der noch dazu besucht worden ist von Anglern, von Ausflüglern, von Spaziergängern, von Hundebesitzern, einen Doppelmord zu begehen an seiner Ehefrau und seiner 12-jährigen Tochter und dann auch noch innerhalb dieser 30-minütigen Zeitspanne es geschafft hätte, diese beiden Körper so verschwinden zu lassen, dass sie nie wieder gefunden werden? Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr gut verstehen kann, dass das viele für unmöglich halten und dass auch die Polizei ihre Bauchschmerzen hat mit dieser Version. Zweifel kommen auch noch auf, wenn man sich klar macht, dass die Polizei diesen Mühlenteich umgekrempelt hat. Man kann es nicht anders sagen. Der komplette Grund, 4 Hektar, wurden abgescannt mit Sonarbooten. Es waren nochmal unheimlich viele Taucher im Einsatz. Es wurde auch rund um den See herum nichts gefunden, was auf ein Verbrechen hinweist. Zum Beispiel eine Tatwaffe, Blutspuren, Haare, Fasern, irgendwas. Nichts davon. Und in diesem See, auf dem Grund, wurden einige größere Gegenstände gefunden. Zum Beispiel ein Fahrrad, aber auch große Baumstämme, jedoch keine Spur von Leichenteilen oder ganz zu schweigen von erhaltenen Körpern. Und die Polizei hat dann auch im Anschluss gesagt, dass sie sich bewusst nicht dafür entschieden haben, das Wasser dieses Teichs abzulassen, was durchaus möglich gewesen wäre, aber es hätte ein massives Fischsterben nach sich gezogen und das Ökosystem wäre auch zerstört worden, dafür, dass sich die Polizei sicher ist, dass das so nah die beiden gefunden hätte, wenn sie da gewesen wären. Und das finde ich schon sehr aussagekräftig, dass man das Wasser nicht ablässt, weil man einfach sagt, wir hätten sie finden müssen.
Das impliziert aber eben auch, dass selbst die Polizei anscheinend glaubt, dass sie nicht dort sind. Das heißt, es ist ein einziges Mysterium, denn es spricht so viel dafür, dass dort etwas passiert sein muss. Und dann haben wir eben dieses Problem mit dem Wie. Wie hätte er das machen sollen? Und vor allen Dingen, wo sind Miriam und Silvia abgeblieben? Organhandel, Mafia, Zeugenschutzprogramm. Nur drei der vielen Schlagwörter, die ein paar Theorien zusammenfassen, die ich während meiner Recherche zu diesem Fall gelesen habe. Und ich glaube, dass es am Ende auch viel damit zu tun hat, dass es sehr schwer ist für ganz viele Menschen und unter anderem auch für mich, das muss ich ehrlich zugeben, sich klarzumachen, dass es wahrscheinlich so war, dass Marco Schulze, dieser fürsorgliche und auch liebevolle Ehemann und Vater, seine Frau und auch seine 12-jährige Tochter getötet hat. Da ist es wahrscheinlich für viele leichter, sich vorzustellen, dass die Mafia dahinter steckt. Es wurde rekonstruiert, dass Marco Schulzes Todeskampf, nachdem er mit diesem Betonklotz von dieser Brücke ins Wasser gesprungen ist, 6 bis 8 Minuten gedauert hat. Wenn man jetzt sich das einmal vorstellt, dass er diese Art gewählt hat, um sich selbst das Leben zu nehmen, dann muss man sich, und das hat mir tatsächlich bei diesem Fall den Schlaf geraubt, dann muss man sich nämlich auch die Frage stellen, wie unheimlich grauenvoll für Marco Schulze die andere Wahl gewesen wäre, nämlich die, seine Frau und seine Tochter zu verlieren. Man kann davon ausgehen, dass das für ihn schlimmer gewesen ist, als sich tatsächlich mit einem Betonklotz ins eiskalte Wasser der Elbe zu stürzen und da 7 Minuten lang qualvoll zu ertrinken. Dafür muss ich am Ende meines Videos sagen, habe ich tatsächlich keine Worte mehr. Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen, was so die Zeitangaben anging. Das ist in diesem Fall, wie gesagt, wichtig gewesen. Deswegen habe ich mich da auch immer wieder wiederholt. Aber ich möchte natürlich, dass ihr in diesen Videos den roten Faden nicht verliert. Und gerade wenn wir verschiedene Zeiten und Orte haben, die wichtig sind, bin ich dann lieber jemand, der es noch mal einmal mehr sagt, bevor ich dann am Schluss das Gefühl habe, dass ihr den roten Faden verliert und nicht mehr mitkommt. Schreibt mir natürlich auch gerne eure Meinung zu dem Video, aber natürlich vor allen Dingen zum Fall der Familie Schulze unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.